Darf man Tiere töten, um Menschen zu retten? Die Forscher am Max-Delbrück-Zentrum in Buch würden mit einem Ja nicht zögern. Sie betreiben Grundlagenforschung zu tödlichen Krankheiten wie Krebs. Zu ihrer Arbeit gehören Tierversuche und dafür will das Zentrum ein neues Gebäude bauen. Den Krebs besiegen und dafür Tiere töten? Nein, sagen die Gegner der Tierversuche. Und das haben sie heute ziemlich laut getan, vor dem Campus Buch, auf dem sich das Delbrück-Zentrum befindet. Hopp, hopp, hopp. Tierversuche, stopp. Das wollen die Tierversuchsgegner erreichen. Rund 500 versammelten sich am Nachmittag vor dem Campus Buch. Wir fliegen zum Mond, wir entdecken den Mars und den Forschern fällt in der Forschung nichts anderes ein, als Tiere zu verbrauchen. Das ist Forschungs-Neandertal. Tierversuche sind nicht modern zukunftsfähig und wir kämpfen deshalb heute auch gegen Tierversuche. Die Zahl der Versuchstiere ist im vergangenen Jahr in Berlin zwar leicht gesunken, aber mit dem neuen Gebäude werden es wieder mehr werden. Hier auf dem Campus Buch wird das neue Versuchsgebäude stehen. Bisher sind die Tiere in einem anderen Haus untergebracht. Wir dürfen ausnahmsweise hinein und uns umsehen. Rund 50.000 Mäuse und 2.000 Ratten werden hier gehalten. Die Boxen sind so wie gesetzlich vorgeschrieben. Jede Maus hat genügend Platz. Es gibt Material zum Nestbauen. Professor Kettenmann forscht hier seit 10 Jahren an Hirntumoren. Wir wollen wissen, wie die Tumorzellen sich im Gehirn ausbreiten und ob es Mechanismen gibt, dass wir das aufhalten können. Und dazu injizieren wir diese Tumorzellen in das Gehirn der Mäuse. Und dort entwickelt sich ein Tumor ähnlich wie beim Patienten. Danach werden die Mäuse getötet und das Hirn untersucht. Erst vor kurzem haben Kettenmann und sein Team einen Mechanismus entdeckt, der Tumorzellen angreift und helfen kann, den Krebs zu besiegen. 195 Mäuse hat Kettenmann für seine Untersuchungen allein im vergangenen Jahr töten müssen. Tierschützer werfen den Wissenschaftlern vor, zu wenig Alternativen zu prüfen. Wir verwenden immer Ersatzmethoden, wenn es möglich ist, allein schon aus Kostengründen. Wir arbeiten sehr viel in der Zellkultur, aber die finalen Ergebnisse müssen wir einfach in der Maus überprüfen, weil wir haben doch immer wieder gemerkt, dass man diese reinen Zellkulturexperimente nicht automatisch auf so ein komplexes System wie das Gehirn übertragen kann. So könnten zum Beispiel der Blutdruck und auch der Herzschlag nur am lebendigen Organismus gemessen werden. Dafür seien Tiere unbedingt nötig. 2013 soll das neue Tierhaus stehen. Dort soll dann auch für neue Untersuchungsmethoden mehr Platz sein. Wir brauchen das neue Gebäude, um unsere tierexperimentellen Möglichkeiten zu verbessern. Es gibt da eine rasante Entwicklung auch. Man kann viele Untersuchungen heute an Tieren durchführen, die, man sagt, die nicht invasiv sind. Das heißt, man braucht die Tiere nicht verletzen. Aber für die Tierschützer ist das der falsche Weg. Sie wollen keine neuen Gebäude, sondern ein generelles Umdenken. Ich fordere, dass in dem Umfang, wie man in die Tierversuchsforschung investiert, auch in die Ersatzmethoden investiert wird. Ersatzmethoden heißt ein Forschen ohne Versuchstiere. Berlin könnte dafür ein Zentrum werden. Das wünschen sich zumindest die Tierschützer. Gegen den Neubau in Buch wollen sie weiter demonstrieren.